Die heutige Wanderung geht rund ums Torfhausmoor. Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr traumhafte Sonnenaufgänge aufnehmt, seid ihr hier genau richtig. Im fotografischen Teil ist HDR der Schwerpunkt. Hallo, ich bin Angelika und freue mich, dass ihr mich heute auf der Wanderung rund ums Torfhausmoor begleitet. Dieses Video richtet sich an Fotografen mit Spiegelreflex- und Systemkameras, die auch im manuellen Modus betrieben werden können. Bitte beachtet noch Folgendes. Der Steg im Torfhausmoor ist in Wintermonaten gesperrt. Im Frühling schaut bitte vorher im Internet nach, ob er auch frei ist. Wie immer bei dieser Serie Wandern und Fotografieren im Harz gibt's alles ums Wandern und Fotografieren im YouTube-Video, die Bildbearbeitung dann auf meiner Webseite Zellerpics und den Link unter dem Video. Noch ein Hinweis: Bitte fotografiert im RAW-Modus, nur dann ist eine gute Bildbearbeitung möglich. Bei JPEG ist das nicht der Fall. Heute starte ich etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang an einem kleinen Parkplatz. Er liegt auf der rechten Straßenseite, ein paar hundert Meter vor dem Hauptparkplatz am Torfhaus, wenn ihr aus Richtung Braunlage kommt. Dort ist das Schullandheim Hannover. Sollte dieser Parkplatz voll sein, könnt ihr natürlich auch den großen Parkplatz nutzen und ein paar hundert Meter parallel zur Straße zum Schullandheim gehen. Ihr folgt der Ausschilderung rund ums Torfhausmoor. Zuerst gehen wir ein kleines Stück auf der Straße. Nach der Revierförsterei geht es rechts ab in den Wald, der durch Trockenheit und Borkenkäfer leider stark geschädigt ist. Nach einem kurzen Wegstück könnt ihr dann links auf einen Steg ins große Torfhausmoor abbiegen. Heute ist es noch früh und der Himmel hat noch eine leicht bläuliche Farbe. Die blaue Stunde neigt sich dem Ende zu. Mehr zu den Lichtverhältnissen habe ich bereits im Video Wolfswarte Bildgestaltung erklärt. Wenn ihr Interesse habt, schaut dort einmal nach. Die Sonne ist noch unter dem Horizont, aber wir können schon einen leicht rötlichen Schimmer wahrnehmen. Deshalb wende ich mich zunächst erst einmal dem Steg und der Landschaft zu. An dieser Stelle möchte ich auf den Weißabgleich verweisen. Bei Spiegelreflex- und Systemkameras lässt er sich im Menü einstellen. Ich zeige es am Beispiel meiner Kamera, einer Nikon Z7, wo ich Kunstlicht auswähle. Alternativ kann ich die Farbtemperatur auch direkt einstellen. Das geht allerdings nicht bei allen Kameras. Mit diesen Einstellungen kommen wir in der blauen Stunde gut zurecht. Geht sie dann in die goldene Stunde über, empfehle ich eher die Einstellung bewölkter Himmel oder 6500 Kelvin. Ganz kritisch ist es nicht, wenn ihr das einmal vergesst, weil wir den Weißabgleich später bei der Bildbearbeitung noch anpassen können. Ich möchte sowohl die leichte Himmelsröte als auch die Moorlandschaft in ausgewogener Helligkeit festhalten. Das Auge lässt auch beides erkennen. Wenn ich normal fotografiere, bekomme ich entweder den Himmel perfekt belichtet und das Moor zu dunkel, oder das Moor ist ausreichend belichtet und der Himmel ausgebrannt. Dieses Problem umgehe ich, indem ich zur HDR-Technik greife. HDR ist die Abkürzung für High Dynamic Range. Es bedeutet, dass ich mehrere unterschiedlich belichtete Fotos aufnehmen werde. Aber zunächst zu den Kameraeinstellungen. Meine Kamera, die Nikon Z7, bietet im Menü die Möglichkeit, automatisch HDR-Bilder aufzunehmen. Allerdings nur im JPEG-Format. Damit schaltet diese Option für mich aus und ich stelle Kamera und Objektiv in den Modus manuell. Ich verwende ein Weitwinkelobjektiv, das Nikkor 1424. Bei Stegen kommt die Länge bei kurzen Brennweiten besonders gut zum Ausdruck. Deshalb wähle ich 14 mm. Die Blende stelle ich auf f/8, um eine hohe Tiefenschärfe zu erhalten. Um möglichst wenig Rauschen im Bild zu haben, drehe ich die ISO auf 100 herunter. Damit werde ich relativ lange Belichtungszeiten benötigen. Wenn ich mehrere Bilder aufnehmen will, muss die Kamera immer an derselben Position bleiben. Das geht nur mit einem Stativ vernünftig. Weil ich viel wandere, habe ich mir ein Carbon-Stativ zugelegt. Obwohl es auch bei Wind stabil steht, ist es relativ leicht. Als sehr hilfreich hat sich die einfache Stoffablage erwiesen, die ich mir separat gekauft habe. Das Stativ belasse ich in der hier gezeigten Höhe. Diese Perspektive gefällt mir am besten. Dann schaue ich mir auf dem Display der Kamera den Belichtungsmesser an. Ich wähle die Matrixmessung und sehe, dass die mittlere Belichtungszeit 1/6 Sekunde ist. Mit dieser Einstellung schieße ich das erste Bild. Um die Himmelsröte noch besser herauszuholen,
Stelle ich die Belichtungszeit eine Stufe niedriger auf eine 1/13 Sekunde und nehme das zweite Bild auf. Erwartungsgemäß ist das Moor dunkel. Um die Details im Moor abzulichten, stelle ich die Belichtungszeit eine Stufe höher als bei der ersten Aufnahme. Das sieht dann so aus. Die leichte Himmelsröte ist auf dieser Aufnahme kaum noch erkennbar. Bei der Bearbeitung werden wir die drei Bilder dann als HDR überlagern und erhalten eine ausgewogene Aufnahme. Ich zeige sie euch hier schon einmal vorweg. Jetzt wird es über den Brocken schon hell und ich richte die Kamera schleunigst dorthin. Der Brocken ist für das Weitwinkel etwas zu weit weg. Deshalb tausche ich es gegen das Nikkor Z50 aus. Gerade fliegt auch noch ein Heißluftballon über den Gipfel. Die ISO lasse ich auf 100, die Blende stelle ich auf 11. Ich schieße sogar vier Aufnahmen jetzt mit den Belichtungszeiten, eine 25stel, eine 160stel, eine 320stel und eine 800stel Sekunde. Ob ich für die Bildbearbeitung alle vier Aufnahmen verwende oder zwei oder drei auswähle, werde ich dann entscheiden. Als Ergebnis erhalte ich ein Bild, auf dem ich das Moor und die Bäume ausreichend belichtet habe. Am Himmel ist auch die leichte Morgenröte und der Rest der blauen Stunde gut rausgeholt. Es ist der Übergang von der blauen zur goldenen Stunde. Und dann geht alles ganz schnell. Die Sonne kommt über den Horizont. Genau zu diesem Zeitpunkt möchte ich fotografieren, weil die Sonnenstrahlen dann am Bergkamm gebrochen werden und auf den Fotos gut herauskommen. ISO und Blende lasse ich so. Ich nehme mal drei Bilder auf mit einem 800stel, einem 250stel und einer 160stel Sekunde. Das in der Bildbearbeitung zusammengefügte Ergebnis sieht so aus. Meinen Standpunkt habe ich dabei so gewählt, dass die Baumreihe zum Brocken und der aufgehenden Sonne führt. Inzwischen ist mir kalt geworden und die Kameraplatte hat sich gelockert. Das passiert in der Kälte schon mal, wenn sie vorher im warmen Auto war. Ich ziehe die Schraube wieder fest und gehe weiter auf dem Rundweg ums Torfhausmoor. Am Abegraben komme ich an einer schönen Baumwurzel vorbei. Die Sonne strahlt direkt daneben durch die Bäume. Jetzt ist es Zeit, den Weißabgleich wieder auf die bei Tag üblichen Werte zurückzustellen. Weiter geht es zum Lux-Denkmal. Es erinnert daran, dass die Luchse zwischen 2000 und 2006 im Harz wieder erfolgreich ausgewildert wurden. Beim Lux-Denkmal bietet ein kleiner Bach, die Abbe, ein interessantes Foto. Die Sonne ist inzwischen höher gestiegen und die vereisten Zweige glitzern in der Sonne. Diese besondere Morgenstimmung fange ich fotografisch ein, und zwar erneut mit der HDR-Technik. Rechts und links dienen mir Baumstämme zur Rahmung des Bildes. Es ist heller geworden. Deshalb verkleinere ich die Blende auf 16 und schieße vier Fotos mit den Belichtungszeiten, eine 320stel, eine 640stel, eine 1000. Etwa 600 Meter nach dem Lux-Denkmal gabelt sich der Weg. Wir folgen weiter dem Wanderweg rund ums Torfhausmoor. Die Gabelung müsst ihr aufpassen. Wenn ihr im großen Wanderparkplatz geparkt habt, müsst ihr rechts gehen. Wenn ihr wie ich am Schullandheim Hannover geparkt habt, folgt bitte dem linken Weg. Dort gehe auch ich weiter und zurück zu meinem Auto. Damit bin ich am Ende der Fotowanderung angekommen und hoffe, ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen. Auf die Grundlagen der Bildgestaltung bin ich heute nicht im Detail eingegangen. Ihr findet sie im Video über die Wanderung zur Wolfswarte.